Ich habe das Bedürfnis hier gerade nochmal was zu tun, was ich seit sehr langer Zeit nicht mehr getan habe, nämlich ein YouTube-Video zu machen. Und es gibt ganz bestimmte Gründe dafür, warum ich das jetzt in diesem Moment gerade genauso mache. Mir ist nämlich was aufgefallen. Ich habe dieses Jahr ziemlich wenig Videos gemacht, weitaus weniger, als das normalerweise gewohnt war. Keine Chill-mit-mir-Sendungen, auch so keine Gedanken mal festgehalten. Und ich habe tatsächlich gemerkt, wie mir das auf eine ganz bestimmte Weise fehlt. Und dass es mir da irgendwie nicht so richtig gut mitgeht. Ich habe in den letzten Zeiten ziemlich Haufen Spökes in meinem Kopf, weil ich von einer für mich sehr effektiven Technik keinen Gebrauch gemacht habe. Nämlich wahrzugeben, wie ich eigentlich wahrnehmen möchte. So, jetzt sage ich nicht, da muss man Videos zu machen. Ich sage einfach, mir hat das bisher sehr geholfen. Und ich durfte mir jetzt das Gegenextrem auch nochmal angucken, wo ich gemerkt habe, wie es mir eigentlich geht, wenn ich es nicht tue. Und ja, dieses Video möchte ich machen, weil ich ja sage, ich mache meine Videos immer für mich selber, um mir selber auch nochmal ein bisschen in den Arsch zu treten und mich einfach nochmal daran zu gewöhnen, dass wenn mir danach ist, was zu sagen, die Kamera anzumachen oder meinen Blog aufzumachen, einen neuen Artikel zu schreiben. Mir fehlt die Wahrgebung. Und für mich ist es immer noch ein Unterschied, ob ich irgendwem in meinem Umfeld einfach so irgendwas sage oder ob ich etwas vor der ganzen Welt sichtbar für rein potenziell jeden einzelnen Menschen, der Zugang zum Internet hat, etwas zu sagen. Das ist das, was mich in den letzten Jahren so stark gemacht hat. Dass ich einfach das, was ich für richtig gehalten habe, gesagt habe und auch wusste, hey, ich habe das gerade von der ganzen Welt gesagt. Und da war das so viel leichter, die Motivation war so viel größer, das auch wahrzunehmen, was ich wahrgegeben habe. Und ich habe halt gemerkt, dass meine Gedanken auf die Weise, wenn ich es nicht tue, sehr viel unsortierter sind, dass ich irritierter bin, dass ich nicht so ganz der gleiche bin. Und zu der Person, zu der Figur Bauchi, die ich da in den letzten Jahren so gespielt habe, gehörte das irgendwie mit dazu. Und ich möchte da ganz gerne wieder hin und mache gerade dieses Video, um einfach wieder anzufangen damit. Und nicht es auf morgen zu verschieben, sondern es jetzt in diesem Moment gerade zu machen, wo ich die Erkenntnis habe, dass ich, dass mir das fehlt. Und dass ich das ganz gerne wieder machen würde. Und ich spreche eigentlich schon seit geraumer Zeit davon, dass ich das ganz gerne wieder machen würde. Aber wie bei vielem, dass man, ja, ist das wieder eine Umgewöhnung. Und man muss es sich erstmal wieder angewöhnen, wenn man es eine Weile nicht gemacht hat. Und in dem Sinne, bis bald. Ich freue mich auf mehr. Und mal schauen, was dann demnächst so dabei rauskommt. Aber ich würde ganz gerne wieder mehr Videos machen, sage ich hier an dieser Stelle mir selber. Danke, bis bald.